Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir haben euch ja im letzten Video gesagt, dass wir in Stoja angekommen sind, also sprich in Kroatien. Und ja, jetzt sind wir zurück zum unseren Buggy gegangen. Wir haben lecker grillen. Und so wird es losgehen, tut's wenn, wann? Nach dem Intro. Wir sind nicht mehr alleine. Seit Murek verfolgen wir einen anderen Malibu. Ja, der ist zum gleichen Ziel gefahren, wo wir auch hin wollten. Komisch, ne? Idealerweise. Ja, so doch, das ist schön. So musstest du dich überhaupt nicht konzentrieren, sondern bist einfach nur Balu hinterher gefahren. Die Jungs kennt ihr vielleicht schon aus unserem letzten Winterurlaub. Da waren sie ja mit dabei. Nachdem sie ja mitbekommen haben, dass sie mit ihren Reifen auf Winterurlaub machen dürfen. Jetzt gucke ich gerade, ob das immer noch dieselben Reifen sind. Ja, tatsächlich. Sind immer noch dieselben Reifen. Auf jeden Fall haben wir viel vor. Wir wollen uns ein bisschen hier Pula anschauen, werden euch mitnehmen. Und so wird es losgehen, tut es aber erst morgen auf Sonntag. Also heute haben wir Samstag, den 16. Und ja, jetzt ist Essenzeit angesagt. Und wie gesagt, morgen, also wenn ihr die Augen wieder auf habt, also erst macht er sie zu, dann macht er sie auf, dann geht's weiter. So ist das. Das ist ein Plan, ne? Das ist ein guter Plan. So, jetzt also, mach die Kamera aus, ich hab Hunger. Mahlzeit. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we were meant to be. Guten Morgen! Guten Morgen! Wir eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, denn da kann man, weiß ich nicht, was erleben. Aber wir sind ja gar nicht auf See, wir sind auf Mittelmeer. Ja. Jetzt könnte man sich natürlich wieder beschweren, sagen, der Bengel tut ja wieder nichts, ne? Der sitzt hier nur rum und hält die Kamera und paddeln lasse ich Stefan. Hat er vollkommen recht. Ja. Aber irgendeiner muss ja die Kamera hier halten und dann muss ja die Verantwortung tragen. Natürlich. Ich denke mal, seid hier der Kapitän, ne? Genau. Ihr habt ja gestern, denke mal, oder eben gerade die wunderbaren Aufnahmen, den Sonnenuntergang, den wir hier gehabt haben. Einer würde sagen, es war ja kein perfekter. Ich würde sagen, er war richtig geil, richtig schön. Für uns ja, genau. Und ja, hier Camping Stoja, richtig toller Platz. Wir haben einen tollen Meerblick, das können wir euch ja auch zeigen. Heute Morgen haben wir sogar die Crystal Symphony gesehen. Auch richtig schön. Ja, die anderen Jungs sind dabei, ein Kanuboot irgendwie zu ergattern. Ja, zu Wasser zu lassen, würde ich sagen, weil das dürfte sie nämlich sein, da geradeaus zu. Ja, das sagt er. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen, wann sie hier sind. Denn auf der Seite hier, ich drehe mal die Kamera dahin, da irgendwo sind Höhlen in der Ecke. Entschuldigung, ich habe euch zu hoch gehalten. Da irgendwo sind die Höhlen. Und da wollen wir mal schauen, ob es da was zu sehen gibt. Und ja, sonst richtig schönes Wetter. Wir genießen das. Morgen wollen wir Amphitheater machen und, und. Also
richtig viel wollen wir hier erleben. Im wunderschönen Istrien, in Kroatien, in Pula. So, noch was wir sagen wollen? Eigentlich nicht, ne? Nö, wir werden jetzt auf die Jungsfahrten lospaddeln und dann ja, gucken wir mal, wie weit wir die Höhlen erforschen können. Denn es ist natürlich jetzt Hochwasser, also ja, müssen wir gucken, ne? Ja, wir schauen mal. Na, Stefan. Alter, war das geil. Das war ja wohl wirklich cool. Richtig coole Höhle. Alter, Falter. Aber ohne Licht ist Kacke. Genau. Also Handy auf jeden Fall. Das hat so ein bisschen Licht gebracht. Ich hoffe, die Aufnahmen sind einigermaßen was geworden. Ja. Also, ihr habt es ja schon gesehen. So, wir müssen uns das erst anschauen. Also Jungs, ihr müsst da rein. Das ist mega geil. Ja, ihr habt aber doch eine Dings. Habt ihr doch. Gesehen haben, dass da nichts zu sehen ist. Doch, ihr müsst die Kamera. Jetzt richtig rein in die Höhle. Ja, ihr müsst die Kamera. Richtig rein. Aber ohne Licht. Haben wir das Handy genommen. Okay. Also, das war wirklich cool. Wenn ihr das wollt, macht das ruhig. Falls ihr euch wundert, mit wem wir uns auf einmal unterhalten, weil die Mikrofone ja noch an und die Kamera läuft. Also, wir unterhalten uns gerade mit denen da. Mit unseren Ösis. Ösis, hallo. War ja schon ein Video? Ja, so mal von der Ferne eingeblendet. Von der Ferne wart ihr eingeblendet. Ja, mit dem verbringen wir jetzt hier ein paar Tage. Genau. Aber wir empfehlen das auf jeden Fall, den beiden das jetzt noch zu machen, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Und Handy haben sie auch dabei. Also, das Licht ist da drin. Rinn in die Höhle mit euch. Spaß euch. Danke, danke. Bis gleich. Bis gleich. So, und wir paddeln einfach jetzt hier weiter irgendwo wahrscheinlich in so in die Richtung. Naja, wir halten uns erstmal hier an der Boje fest, warten auf die Jungs. Also, okay, dann machen wir jetzt eine Bojenpause. Na, das ist ja auch mal was. I can see the person I know I should be, cause
honestly, I don't have my time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we were meant to be. Eine Verarsche hier. So, wir sind zurück von der Paddeltour. Wichtige Frage ist, hier gibt es ja mehrere Kanu-Dinger, Miro, ne? Ja. Glaube drei Stück oder was hattest du gesagt? Mindestens drei, wobei manche irgendwie auch, glaube ich, nur mit Vorbuchung machen. Also nur solche komischen Touren. Ja. So was wollen wir nicht. Das heißt, ihr seid einmal quer rüber. Genau. Wie immer die heißen. Auf die andere Seite der Bucht. Ja. Kann man das ja so sagen? Ja, ne? Kann man definitiv so sagen. Rot, gelbe Kanus. Ja, es waren noch ganz viele unterwegs mit, ne? Das denke ich mal. Ja. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, Costa Quanta, wir waren mehr als 80, also ihr wart mehr als 80 Minuten unterwegs. Ja, ja. Kostet? Wir haben 2 Stunden dafür bezahlt, Kosten waren 30 Euro. Wir haben auch ein Foto gemacht von der Preisliste, das könnt ihr vielleicht nachher noch einfügen. Also wenn ihr hierher kommt, es lohnt sich Kanu zu fahren, ihr habt die Höhle gesehen, die Höhle des Löwen. Das war schon beeindruckend, das muss man ehrlich sagen. Und hat sich auch für euch gelohnt, ne? Definitiv. Ja. Wir würden es wieder machen. Ich dachte, dass die Ersten nicht rein wollten, weil ich mir hier die Dunkel Licht anmachen. Heute da gerade jemand Handys dabei. Ich wollte gerade sagen, mit dem Handy geht und, das. Und vielleicht nicht mit Sonnenbrille in die Höhle fahren, weil da drin ist dann finster. Ja, okay, gut. Das ist ein guter Tipp. Ich weiß zwar nicht, was Evelyn damit zu tun hat, aber ist egal. Gut, jetzt springen wir ins Wasser. Denn nach der Paddeltour, die er da gemacht hat, er hat ja für uns alleine gepaddelt, geht es jetzt auf jeden Fall los Richtung Mittelmeer. Hoffen, dass da keine Quallen sind, weil sonst wird es quallig. Ich glaube nicht. Das wird schon gehen. Ich würde mal sagen, wir melden uns, nachdem wir irgendwas anderes machen. Nachdem wir schwimmen waren, warst du ja nochmal fleißig, ne? Ja, aber nicht alleine. Sebastian hat mir geholfen. Ja, Balu hat jetzt eine Regenrinne bekommen. Genau. Und zwar eine zum Leuchten sozusagen. Also gleich mit Licht. Ah, die leuchtet noch nicht. Nee, das Licht funktioniert nur, wenn wir die Sicherung reinmachen, weil wir müssen noch die, was hattest du gesagt, wir müssen noch den Schalter dafür organisieren. Genau, da hat jemand was vergessen. Richtig? Wir wollen ja die Kamera nicht auf die Leute drauf zu draufhalten. Wir wollen die Kamera nicht draufhalten auf Leute, die da was vergessen. Ja, aber alles klar gut. Ist. Wir werden das nochmal beim Burgershop oder so irgendwo nochmal organisieren und dann alles gut. Miro weiß noch nicht, ob die Regenrinne was taugt. Ich habe mir vorgeschlagen, da Wasser aufzuschütten, aber irgendwie ist das nicht angekommen, dieser Vorschlag. Genau. Wir warten einfach auf den nächsten Regen, aber hoffentlich lässt er sich noch Zeit. Ja, genau, das denke ich auch. Also der nächste Regen wird sich schon Zeit lassen und dann. Der braucht gar nicht kommen. Der nächste Regen, der kann wegbleiben bis zum Geht nicht mehr. Ja, wir genießen auf jeden Fall hier die Aussicht. Ich denke mal, mit der Höhle haben wir was Gutes gesehen. Morgen das Amphitheater. Andere sagen immer noch komisches Kolosseum, genau. Heißt aber nicht so. Und warum es nicht so heißt, wissen wir nicht. Er hat von drum klug geschissen, aber die Aufnahme habt ihr leider nicht gesehen, weil die ist im Nirvana verschwunden, weil der Ton weg war. Ja, so ist das. Ja, Sonnenschein ist wieder purer da, aber es wird keinen tollen Sonnenuntergang geben. Denn wahrscheinlich. Dafür ist es zu nebelisch da hinten. Soll uns egal sein, wir haben hier was Schönes zum Futtern. Das werden wir jetzt tun. Und halt doch noch eine Szene kommt, die gut ist, dann werdet ihr sie sehen. Sonst macht ihr die Augen zu, die Augen auf und schon ist wieder ein neuer Tag. Und wir genießen das so lange. So schnell geht das hier bei den Kreuzfahrtcampern. Wie gut, dass du sagst, wo wir sind. Das wussten die Leute noch nicht. Ja. Jetzt machst du die Kamera aus, Herr Bunge. Mahlzeit. Auf geht's. Guten Morgen, Pula erstmal. Ja, guten Morgen. Ja. Wir haben sage und schreibe 10.30 Uhr. Ich finde, das ist eine ganz wunderbare Zeit. Wie es ist, ja, und jetzt wird es wieder auch wieder heller. Gerade unter dem Baum gewesen. Mann, ist das da dunkel. Ja. Und da. Ja, wir wollen jetzt in die City, haben wir euch ja versprochen. Wir wollen euch da ja auch mal was zeigen. Hoffen, dass das Wetter beständig bleibt. Angesagt haben sie nichts irgendwie von Regen. Schauen wir mal. Ja, jetzt geht's zum Bus. Und wenn wir dann in der Stadt sind, dann hoffen wir euch ein kleines, aber feines Amphitheater zeigen zu können. Und noch mehr.
Ja, das auch noch. So you kissed a girl just 'cause you wanted to. Thinking about what she made it do. She started doing her hair and makeup all just for you. Only because you kissed a girl when you wanted to. You think you're young and smart, got no responsibility in this world, but if you're young and smart, you should know better. Don't get laid back 'cause you're not that cool. Don't think you're safe and sound walking around breaking rules. I bet your parents are worried sick. That's not as cool as you think. Not as cool as you think. Im Hintergrund steht das dicke Ding. Genau, das Amphitheater von Pula. Wie gesagt, ihr habt ein paar schöne Bilder jetzt gesehen. Die ganze Information, die du hoffentlich nicht gemerkt hast, die stehen ja da unten dran, ne? Nö. Wahrscheinlich werde ich das wieder machen, haben müssen. Unfassbar. Ja. So, wir wollen jetzt zur Zero-Straße. Also angeblich kann man unter Pula umherlaufen. Das wollen wir natürlich gucken, ob das für die Funktion rumpelt. Und dann wollen wir euch natürlich auch was zeigen. Und sonst könnten wir euch jetzt den großen Parkplatz hier zeigen, der ist aber nicht so schön. Hafen wäre vielleicht noch einigermaßen zu sehen. Ja. Aber ich denke mal, das Ding lohnt sich schon. 10 Euro Eintritt. Der andere hat gesagt, so teuer. Nein, die haben da unten eine schöne Ausstellung noch drin. Also es ist schon lohnenswert. Also auch die 10 Euro solltet ihr ruhig mal bezahlen. Finde ich auch. Und jetzt gehen wir zur Zero-Straße. Came on late just 'cause you wanted to. Your mom's still awake with her heart in two. She started where they've been, it's 2:30. You're young
Wir sind jetzt hier in der Zero-Straße oder Zero-Street. Also eigentlich ist die unterirdisch. Jetzt befinden wir uns aber gerade oberhalb des Teils. Genau, wir müssen euch jetzt einblenden, wo wir genau sind, weil das kann ich euch nicht sagen, weil da haben wir nicht aufgepasst. Das ist auf jeden Fall in der Festung und wirklich sehr lohnenswert. Also kostet 6 Euro. Jetzt haben wir die Diskussion gehabt mit Miro und Basti. Was würde man machen, wenn man sich entscheiden muss, 6 Euro hier zu bezahlen oder 10 Euro gegenüber beim Amphitheater? Ich würde sagen, spart euch 16 Euro an und guckt euch beides an. Aber genau, wenn man sich entscheiden muss, ja. Wenn man noch ein Eis für 4 Euro zum Beispiel haben will. Ja, aber wenn man sich das nicht so richtig leisten kann, dann nimmt man das hier, die Zero-Straße. Weil von hier aus kannst du das Kolosseum gut sehen. Und du kannst auch, ich sag mal, drum rumlaufen. Also das geht. Und auch innen drinnen. Du hast noch eine Zwischenetage, wo was über ein U-Boot erzählt wird. Ein französisches, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden hatte. Ja. Und dann ganz unten ist auch sehr, sehr interessant. Also eigentlich macht man nichts verkehrt. Also bezahlt ihr 6 Euro, dann habt ihr noch 4 Euro für ein Eis übrig. Ja, und wie gesagt, das Kolosseum oder beziehungsweise Amphitheater. Viele fotografieren es auch von draußen. Wobei ich finde, es innen drinnen muss man schon mal gewesen sein. Also ja, spart euch lieber 16 Euro einfach mal an und dann könnt ihr beides erleben. So, jetzt suchen wir die Bengals, die sind irgendwo unten, habe ich gehört, ne? Ja, die werden gleich hier unten wahrscheinlich vorbeilaufen und dann werden wir in Richtung wieder zurück zum, ja, in den Untergrund, wieder, genau, ins ganz Kühle. Nach unten wollen wir. Das ist nämlich auch noch ein Vorteil, es ist kalt da unten, also von daher kühler. So, nicht kalt, aber kühler. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, 'cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. Zurück sind wir aus der wunderschönen Stadt Pula. Wir sind so froh, dass wir diesmal was gemacht haben. Nicht nur am Campingplatz bleiben, sondern uns wirklich die Stadt angeschaut. Wir empfehlen euch das auf jeden Fall. Und jetzt waren wir mal einkaufen bei Plodine. Das kann man zu Fuß hier machen, ist wunderbar. Das kann man auch noch sagen, Bus fahren. Für eine normale Ticket kostet das 2 Euro pro Person, also standardmäßig wie auch bei uns. Und jetzt ist aber die große Frage, alle sagen, es ist viel teurer geworden. Also wir haben Hackfleisch, wir haben Hähnchen gekauft, wir haben sowas von Schwein gehabt. Unser Toast, was wir immer in Italien gekauft haben, gibt es hier in Kroatien, wunderbar. Und insgesamt haben wir jetzt 40 Euro bezahlt. Also ganz ehrlich, sorry Leute, wenn ich so höre, dass alle sich beschweren, es ist so teuer und boah. Ja, wir wissen noch nicht, was der Campingplatz kostet, sagen wir dazu, aber rein von den Lebensmitteln her ist das nicht teurer als in ganz Europa. Und entschuldigen, warum soll das hier bitte so günstig sein? Schon auch die Kroaten haben ein Recht auf einen vernünftigen Lohn und ich denke mal, das ist bezahlbar, das ist in Ordnung. Und weil es so in Ordnung ist, werden wir jetzt ins Mittelmeer springen und uns erfreuen, dass wir eine wunderschöne Zeit hier in Kroatien haben. Wir laufen mal wieder eine Platzrunde, machen wir hier, um einfach nochmal hier zu schauen, was es hier zu sehen gibt. Gehört einfach dazu. Offiziell suchen wir einen Knaus. Der hat nämlich 4 Runden gedreht. Deswegen, Carado. Ja, siehst du, wie gut, dass du es gesagt hast. Ich hätte einen Knaus gesucht. Nein, weil da steht auch ein Knaus. Nein, ein Carado-Fahrer, der hat es wirklich geschafft. 4-mal ist er hier umhergefahren. Damit ist er absolut Nummer 1. Hinter jemand, der gestern 3-mal, der 3-mal an uns vorbeigefahren hat, fand das auch sehr lustig. Der hat dann 3 schon geschrieben, dritte Runde. Ja, ja, das manchmal ist das so. So, wir laufen jetzt einfach hier quer, links und rechts. Ja, weil wir den immer noch suchen. Nein, wir suchen den natürlich nicht, so ein Quatsch.
Also hier wird schon mit Achselzucken so nach dem Motto, wir wissen nicht, wo er ist. Ja, ja, wir können jetzt in die Richtung nochmal laufen, weil da könnte der Sonnenuntergang ist, den wir aber euch leider nicht präsentieren können, weil dafür ist es nicht so, wie wir es gerne hätten. Also es ist kein richtiger Sonnenuntergang, denn es ist eher hinter den Wolken. Hier ist theoretisch eine Art Pizzeria-Restaurant. Das weiß nicht, ob man das sehen kann. Das soll sehr gut sein. Und wenn alles gut ist und ich da auch was finde zum Essen, wollen wir eigentlich da morgen hingehen. Das entscheidet sich aber wie immer erst morgen. Jetzt, wie gesagt, genießen wir den Abend hier. Und ja, morgen Regentag angesagt. Lassen wir uns einfach überraschen, was das wird. Und damit wir nicht so lange in diese Lampe gucken müssen, sagen wir mal jetzt gute Nacht. Und entweder geht es morgen weiter. Ich denke, es geht morgen weiter. Oder im nächsten Video. Ich werde einfach mal gucken, wie viele Sachen das sind. Sollten wir uns im nächsten Video befinden, dann bleibt uns gewohnt, bleibt gesund. Ne? Und den ganzen Kladderadatsch kennt ihr ja dann, ne? Kreuzfahrtcamper und Gedöns. Und sollte es morgen weitergehen, also sprich Augen auf, Augen zu, Augen auf, Augen zu, Augen auf, dann, ja, dann geht es heute darauf weiter, wo wir jetzt aufhören. Genau, ganz einfach. I thought I'd see your face. I really wanted to escape, but it was just